Willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video möchte ich das hier mit euch backen oder kochen. Das ist so ein kleiner japanischer Mini-Hamburger mit Pommes, die man sich zusammen backen kann. Es gibt schon einige Videos, glaube ich, ja, aus YouTube, glaube ich, von Japanern gemacht, wo man sich das Ganze anschauen kann ohne Kommentar. Und man hat sich mal die Frage gestellt, was ist denn das überhaupt? Und hier in Neuseeland habe ich sowas gefunden. Kein Wunder, es gibt sehr, sehr viele asiatische Personen, die hier leben und natürlich auch dann viele japanische Shops, die dann auch sowas verkaufen. Ja, das ist die Verpackung, die ist sehr, sehr wichtig, denn hier befindet sich auch eine Anleitung auf der Rückseite. Die ist leider in Japanisch gehalten, das heißt, es könnte so ein bisschen was schief gehen, aber was ich schon mal verstanden habe, ist hier Schritt 1. Da müsst ihr einfach nur das Ganze ja auseinandercutten, also auseinanderschneiden. Das habe ich auch schon mal gemacht. Hier ist das Döschen, hier ist das, das, das. Also Schritt 1 habe ich schon mal geschafft, alles auseinanderzuschneiden. Schritt 2 sieht mir schwer nach Kartoffeln bzw. Pommes aus, die man machen kann. Und das wollen wir jetzt machen. Dazu nehmen wir uns das Döschen, das wir dazu brauchen. Das ist das hier. Und dann haben wir das Blaue hier, das sind die Zutaten, die sind hier ausgeliefert als Pulver, gehe ich mal von aus. Ich habe schon eine Zutat aufgemacht, das ist das Blaue hier und das wird im Grunde genommen universal für Schritt 3, 4 und 5 und 6 verwendet und der Rest erst später. Also ja, ich hoffe mal, ich mache es richtig, machen wir mal Schritt 2, da machen wir das auf und dann müssen wir das mit Wasser voll machen und dann hier reinlegen. Und ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie viel Wasser das Ganze ist. Ich glaube, hier ist eine Beschreibung, das muss also schon richtig voll sein, nicht zu wenig Wasser rein. Und dann läuft das Ganze in eine Mikrowelle. Mikrowelle bei 500 Watt 40 Sekunden, bei 600 Watt 30 Sekunden. Also 30 Sekunden reinmachen und dann geht's los. Fangen wir also an. Hier haben wir auch noch einen, ja, einen kleinen Löffel und hier auf der Rückseite, das kann man auch noch als Tool verwenden, um irgendwas klein zu machen oder zu schneiden und noch einen kleinen Becher hier, wo man dann entweder Cola reinmachen kann oder Tomatenketchup damit simulieren kann. Fangen wir mal an, indem ich das Ganze hier öffne. Natürlich brauche ich noch Wasser, das hole ich gleich und ja, das aufmachen, das Pulver schon mal hier reingeben. Und ich glaube, das Wasser muss zuerst rein, wenn ich das hier auf der Verpackung richtig erahnt habe. Machen wir also das Wasser zunächst rein. So, also das Wasser erst einmal reingeben. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Und dann gibt es natürlich hier auch, wo ist das kleine Behälter hier, das ist ein Messbehälter, weil wir sehen hier an der Ecke, ist er angegeben jeweils und da steht 2. Ich gehe also davon aus, dass man da zweimal was reinfüllen muss von dem Pulver und dann hier eingeben muss, weil ansonsten sieht das blaue Pulver, wird ja überall verwendet, sonst wäre es ja sofort wieder leer. Also, machen wir das mal voll hier und so, einmal. Und ein zweites Mal. Ja. Und jetzt müssten wir eigentlich schon soweit fertig sein. Wir werden ein bisschen hier das Ganze mal ein bisschen umrühren lassen. So, schon so ein bisschen wie Kartoffel aus. Und jetzt für ein paar Sekunden. Für 30 Sekunden in die Mikrowelle reinstecken und dann schauen. So, jetzt nehme ich meine Kreation hier und stelle sie in die Mikrowelle rein für die 30 Sekunden. Wie ich es verstanden habe, sollte es am Rand sein. Mal gucken, was passiert. Also hier ist eine Minute, aber wir machen wirklich 30 Sekunden draus. Und wir wissen alle, 30 Sekunden, eine Minute durch 30 Sekunden sind 30 Sekunden. Also lassen wir da noch 30 Sekunden laufen und noch 30 Sekunden sind durch, scheint fertig zu sein.
Schauen wir mal. Nee. Das ist ein Satz mit X, das war wohl nix. Ist einfach nur flüssig. Das heißt, irgendwie habe ich die Dosierung falsch gemacht. Vielleicht sind 2 Löffel Wasser und nur ein bisschen Pulver, aber das ist, macht ja auch keinen Sinn, ne? Das dazu zu geben. So, Versuch Nummer 2. Nachdem das fehlgeschlagen ist, machen wir nochmal was Pulver rein hier. Ich weiß gar nicht, wie viel hier rein muss. Und versuchen es mal jetzt andersherum. 2-mal Wasser reinzupacken. Vielleicht ist das damit gemeint. Das ist natürlich ein bisschen was schwierig hier. Kommt also niemals so wenig Wasser. Eben. So. Und hier, das trocknen wir gleich ab. Okay. Zweites Döschen. Wasser. Teilen das uns mal ein bisschen. Sieht ein bisschen besser aus schon. Trotzdem glaube ich ein bisschen was zu wenig Pulver. Das sieht schon mal ein bisschen was besser aus. Das könnte ein Kartoffel werden. So, nur noch mal 30 Sekunden. So, reingestellt habe ich es schon mal. 30 Sekunden. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht. Oh, das sieht schon mal ein bisschen was besser aus. Ein bisschen was angebrannt nur. Aber das könnte tatsächlich was werden. Würde ich das aber essen, ist die Frage, ne? Also sieht zumindest aus wie Kartoffel. Aber würde ich das essen? Naja. So, das nächste, was wir machen wollen, ist Schritt 2, nee, Schritt 3. Das sieht mir nach Hamburgerfleisch aus und das müssen wir in diesem großen Döschen machen. Deshalb habe ich das schon mal hochgeholt, hergeholt und dann später hier reinstecken. Okay, fangen wir also an. Das hier ist Hamburgerfleisch. Schauen wir mal, wie wir das machen. Kann ja nur gut gehen. Ich bin ja ein Spezialkoch. Und wenn man das nicht aufkriegt, braucht man Gewalt. So. Das ist immer die Frage, wie viel muss da rein? Vielleicht sollte man es auch andersrum machen. Erstmal das Wasser und dann den. Wäre vielleicht klüger, ne? Das so zu machen. Naja. Machen wir mal so und gucken mal, was passiert. Okay. Einmal. Und ein zweites Mal. Jetzt wollen wir das mal alles durchmischen. Soll schön zart das Fleisch natürlich sein. Hat zumindest schon mal die richtige Farbe. Aber ist noch ein bisschen was zu flüssig. Deshalb gehe ich davon aus, also gehe stark davon aus, dass ich da noch ein bisschen was mehr an Pulverchen reinhauen muss. Vielleicht muss es sogar alles sein, ich weiß es nicht. Ich mühe mehr an Wasser. So. Dann mischen wir das alles durch. Dass es ein bisschen feucht ist. So. Das sieht doch schon fast nach Fleisch aus. Frikadellfleisch, ne? So. Und es hat auch so einen kleinen Geruch, so ein bisschen. Lass mich mal riechen. Ja, es hat einen Geruch nach Frikadellfleisch. Das ist natürlich sehr nett. Okay, das ist also gemacht. Da haben wir also hier schon mal unser Hack. Frisch gehacktes. Und das muss jetzt laut Anleitung flach hineingepresst werden in die Mitte. Wenn ich das richtig sehe. Oder die Seite.
Nee, das ist die Mitte, ob ich das sehe. Die Mitte ist auch, hat so ein bisschen einen anderen Boden. Das könnte also gut klappen, dass das dafür gedacht ist. Packen wir das also damit rein. Machen das schön flach, wie da auch gesagt wurde. Hat schon mal einen guten Geruch, kann ich ja sagen. Und die richtige Konsistenz, würde ich mal behaupten. So, jetzt haben wir das so ein bisschen dreckig. Packen das hier wieder rein. Und da wird ja gezeigt, mit dem Finger schön flach machen. Ja. Okay. Experimentieren wir mal. So, Nummer 4, was ist das? Das ist, glaube ich, das Burgerfleisch. Brötchen. Burgerbrötchen. Ja, das sieht so danach aus. Auch wieder 2 Löffelchen Wasser. Das wird in einem anderen Cup gemacht. Oder haben wir nur einen? Wir haben eigentlich nur einen, ne? Wird in dem gleichen gemacht. So, ich kann noch mehr Hamburgerfleisch machen, falls ich möchte. Das hier ist das Brötchen. Und ja, wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Muss auch hier rein. Ah, jetzt mache ich es natürlich andersherum. Mach es klüger. Wo ist das? Meine Füllform. Hier. Klüger, in Anführungszeichen. Ihr seht, wie das Ganze hier aussieht. So, 2 Tröpfchen Wasser. Und dann machen wir mal ein bisschen was mehr. So, und dann jetzt das hier aufreißen und das Pulver reinlassen. Mehr halten. Hoffe, das ist auch das Richtige für die Brötchen. Es muss auch mehr rein, weil es muss natürlich zweimal gemacht werden. Für einmal links und rechts, damit das Fleisch natürlich dazwischen kommt. Deshalb wollen wir mal gucken. Das ist mir ein bisschen wieder zu flüssig. Dann muss man tatsächlich alles reinhauen. Also rühren und mischen und machen und tun. Hoffentlich war es nicht zu viel Wasser. Und es riecht auch wieder mal nach. Ja, es riecht mal wieder mal nach Brötchen so ein bisschen. Ob das wirklich ein Weltbrötchen wird, wir werden es sehen. Ne? Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Kleinen Cups hier rein. Einmal hier. Und beim anderen auch. So. Dann seht ihr das, wie ich das mache. Hoffen wir mal, dass ich beim anderen auch so viel hinkriege. Ihr wisst aber auch immer, dass das obere hat immer ein bisschen was mehr Brot oder Brötchenanteil als das untere, als die untere Hälfte. Und deshalb wollen wir mal schauen, wie das hier wird jetzt. Ja. So. Und ich habe auch gemerkt, die Mikrowelle kann 57 Watt und da wird ja 600 Watt angegeben, deshalb werden wir das mal deduktieren. Das heißt, nochmal 10 Sekunden abziehen von und dann also nur 20 Sekunden drin lassen und dann sollte das fertig sein. So, alles reingefüllt. Watt steht jetzt hier in die Mikrowelle rein. Genau, in die Mikrowelle rein. Und das sind die Pommes. Was ist das? Das weiß ich gar nicht. Das scheinen mir die Pommes zu sein, wenn ich mich nicht irre. Hm. Oder der Käse. Kann natürlich auch sein. Wo haben wir denn den Käse? Das ist der Ketchup. Sagt mir nicht, dass das hier Käse ist. Und ich das verwechselt habe mit Pommes. Ah, das kann natürlich durchaus sein. Dann habe ich wirklich Käse gemacht. Nun ja. In die Mikrowelle. Und wie ich gesagt habe, natürlich das Ganze hier nur noch 20 Sekunden in die Mikrowelle rein. Das heißt, wenn ich hier drücke,
müssten das bei 40 stehen bleiben. Richtig fleischig. Kommen wir mal raus. Das hat tatsächlich funktioniert, wie man hier eventuell auch sehen kann. Na, da. Fleisch und Brot. So. Weil ich irgendwie den Käse mit den Pommes verwechselt habe, machen wir jetzt doch nochmal die Pommes fertig. In diesem Döschen hier. Und dazu nehme ich diesen Käse raus. Vielleicht wird es einfach kein Cheeseburger, sondern es wird dann vielleicht ein Hamburger ohne Käse. Käse kommt dann hier hin. Der war sowieso verbrannt, war nicht gut. Das hier wasche ich aus und dann mache ich da die Pommes rein. Die Power des Schnittes hat mir das erlaubt, das jetzt sauber zu machen. Ich sehe auch das hier, ganz schön warm und fluffig. Das Fleisch, oh, das riecht schon richtig lecker hier und wow, ich bin begeistert, aber das machen wir gleich. Jetzt erstmal die Pommes. Dazu wieder erst einmal das Wasser. Wo habe ich das Förmchen fürs Wasser? Da machen wir dann wieder mal hier kleine Überschwemmung am Tisch. Rein mit dem Wasser. Das war ein bisschen zu viel, wie er gemerkt hat. Das ist auch aber auch eine knifflige Aufgabe. Ich hätte dafür, glaube ich, ein bisschen was kleineres Wasserförmchen gebraucht. So. Also keine so eine Kanne gebraucht, um das machen zu können. Nun kommen wir zu den Pommes. Die machen wir auf und die kommen hier komplett rein. Wir kommen hier komplett rein. Ich will leckere Pommes essen. So. Naja. Passiert ist passiert. So, das hier muss ich noch waschen. Ja, und schon ist es gewaschen. Jetzt kann man das Ganze hier verteilen. Und und was sagt die Anleitung dazu? Man sollte das irgendwie darauf verteilen, dann reintun und dann schneiden. Und das so hinkriegen. Versuche es so möglichst gleichmäßig zu verteilen. Und nochmal hier, haben wir jetzt gelernt, in der Mikrowelle nur für 20 Sekunden. Ja, ich überlege auch schon mal eine eigene Kochsendung zu machen, vielleicht mit solchen Fizzles-Kram. So, das ist also unser Brei hier. Und dann machen wir wieder mal 20 Sekunden. Das heißt, bis da die 20 stehen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht, Mikrowelle. Ich glaube, da müsste man sehen, auch trotz der Spiegelung. Und jetzt kann man es rausholen. Und dann ist auch schön, dass es diese Greifer gibt hier. Dann kann man sich also nicht vertun, was die Hitze angeht, weil da unten ist wirklich heiß. Und das sieht auch schon ein bisschen aus wie, wo ist die Kamera da? Wie Kartoffelbrei. No. So, bitte ein bisschen was aufgeräumt habe ich natürlich auch. Jetzt holen wir den Kartoffelbrei hier raus. Das sollte ja gehen, genau. Und er hat auch schon die richtigen Rillen und jetzt ruhe ich das hier auf das Brett drauf. Dann kann ich da wirklich Pommes draus machen, eventuell. Hat auch einen schönen kartoffeligen Geschmack. Ich habe das kleinste Messer rausgesucht, was ich gefunden habe. Und jetzt wollen wir das mal wirklich in Pommes zerschneiden. Naja, das sind so Pommes, wenn ich die selber machen würde, würden die auch so aussehen, vermute ich. Ja, das geht auch noch. Ah, perfekt. So, sagen wir also Pommes. Die sehen aus Pommes. Noch, was haben wir denn über? Also wir haben Ketchup über, wir haben Cola über. Ja, kann man sich entscheiden, was man haben möchte. Vielleicht mache ich den Ketchup hier rein. Ja, kann man Pommes da mit Ketchup machen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Burger? Burger wird ein bisschen was anstrengen. Ne? Da muss man also das rausholen, durchdrehen mit einem kleinen Messerchen. Und dann müssen wir die schneiden. Eieiei. Und fertig machen. Das ist der Ketchup. Okay. Machen wir erstmal einen Ketchup. So, Ketchup. Wie viel? 2 Löffelchen wieder mal rein. Okay. Wasser, Wasser, Wasser. Wo habe ich denn mein kleines Schälchen fürs Wasser? Da. Wasser, Wasser, Wasser. Jetzt mache ich es einfach so direkt hier rein, nach Gefühl. Nach Gefühl könnte das ein bisschen was zu viel sein. Deshalb machen wir noch ein bisschen was weniger raus.
Das ist nach Gefühl Adam Riese. Lass mich nicht lügen. Genug. Jetzt kommt der Ketchup. Man kann ja auch was flüssiger sein, der Ketchup, ne? Der Ketchup. Gucken wir mal. Natürlich immer cool, so ein Pulver zu haben. Und dann kippt man das hier rein. Und verfärbt sich alles. Und dann hat man Spaß dran. Spaß an der Freude. Und wir machen jetzt Ketchup mit ein bisschen was. Nee, das wischen wir natürlich raus hier. Das sind Kartoffeln, die gehorchen mir. Die kennen mich. Und jetzt haben wir hier den Ketchup fertig gleich. Ja, so soll er sein, der Ketchup. Ist ein bisschen was flüssig, würde ich sagen. Ja, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Den brauchen wir natürlich auch später für die Hamburger. So, jetzt müssen wir die Hamburger rausholen. So, und jetzt ist mir mein Telefon abgeraucht, beziehungsweise mein Aufnahmegerät. Jetzt muss ich ein anderes nehmen. Ihr seht, sieht ein bisschen was anders aus eventuell. Macht ja nichts. Wir haben den Ketchup, wir haben die Pommes schon mal fertig. Was müssen wir noch machen? Wir könnten Cola machen. Wir haben aber keinen Becher mehr, deshalb Cola später. Wir müssen jetzt diese Hamburger, das Hamburger-Zeugs rausholen. Das versuche ich mal so vorsichtig rauszuholen. Ah, klappt das? Ja, naja. Naja, fast. Ein bisschen was ist hängen geblieben. Kann man natürlich nicht großartig viel machen, aber ja. Es müsste jetzt aufgeschnitten werden und dann könnte der Burger rein. Was ich vorhabe, also es könnte ein doppelter oder dreifacher Burger sein, wie man in der Anleitung auch sehen kann. Hier, also so, dass ich das besser rauskriege. Von anderen. Na? Naja, sieht genauso bescheiden aus. Obere und untere Hälfte. Hier haben wir jetzt das Fleisch. Das hole ich mal raus. Das riecht also richtig nach echtem Burgerfleisch. Das ist also schon mal gar nicht so schlecht. Da kann man wirklich zwei draus machen eventuell. Oder ich könnte es jetzt einfach hier draufpacken. Oh, das ist zu dick. Wir machen mal also wirklich, ich versuche mal das, wenn ich das durchschneide, ob das klappt. Sollte ich das durchschneiden? Ich bin mir unsicher. Vielleicht nehme ich das untere und schneide es dann durch. Versuche es zumindest. Machen wir die Pommes beiseite. So, diese Pommes sind gut geworden. Also Pommes kann ich anscheinend. So, mal gucken. Kriegen wir das hier geschnitten? Um unsere Finger abzuschneiden. Ja, ziemlich dünn. Ziemlich dünn geworden. Müssen wir das Fleisch auch nochmal durchschneiden. Vielleicht macht es so mehr Sinn zu schneiden. Die Pellets. Ja. Ich glaube, das ist was geworden. So, machen wir jetzt den hier. Eigentlich muss da ja ein bisschen Ketchup drauf, ne? Ein bisschen das Ketchup drauf. Ja. So. Ich schieb's mal in die Mitte, dann sieht man vielleicht was mehr. Ketchup ist drauf. Jetzt kommt die andere Burgerhälfte. Jetzt haben wir eigentlich schon mal einen Burger, den man essen könnte. Könnte aber noch das ja da drauf klatschen. Und noch das andere. Da habe ich so einen doppelten, wie heißt er, Burger. Oh, das ist aber, das wird dünn. Ja, das ist schon schwierig, ne? Machen wir noch was Ketchup unten drauf. So. Damit das Burgerfleisch auch wunderbar dann kleben kann. Ja. Kann ein bisschen was runterlaufen. Und was haben wir denn? Warum habe ich das jetzt geschnitten? Ich Idiot. Naja, das da drauf. Jetzt haben wir einen doppelten Burger, der dann kriege ich das am besten hin. Er sieht dann so aus. Das ist so ein Burger. Wenn ich den zu Hause machen würde selber, würde der wahrscheinlich genauso schrecklich aussehen. So, haben wir also Burger und Pommes, Burger und Fritten. Burger, kippt nicht um. Ich hätte da ein bisschen Ketchup drauf machen sollen. Soll ich's? Ketchup unten, damit es kleben bleibt. Kennt das ja? So. So, Burger und Pommes. Und Ketchup. Fertig.
Jetzt haben wir quasi das perfekte Menü fertig gezaubert. Ich habe mich jetzt lang genug gequält mit meinen Kochkünsten. Was ist das denn? Das habe ich auch schon benutzt. Okay. Falls ihr sowas schon mal benutzt habt oder benutzen wollt, so sieht die Verpackung aus von dem Ganzen. Kratz hier, das Einzige, was ich lesen kann. Coke. Ach so, übrigens, Coke und Cola, wer da also Cola draus machen möchte, kann das machen und auch hier für die Pommes schön machen. Das geht mit der Folie, in der alles drin gesteckt hat, weil hier kann man das Ganze ausschneiden mit der Schere und dann kann man dann daraus eben hier, es ist zum Ausschneiden, kann man dann theoretisch dann so sich so einen Beutel basteln, wo die Pommes reinkommen. Aber ihr seht schon, ich habe, also hier, ihr seht schon, ich habe das schon so durchgeschnitten, deshalb kann das nicht mehr verwendet werden. Aber andere Sachen könnten da noch verwendet werden, wie beispielsweise hier dieser Coke-Sticker und sonstiges. Also das ist auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen und jetzt habt ihr den Meisterkoch gesehen. Ihr könnt natürlich Kommentare hinterlassen, falls ihr sowas schon mal gesehen habt, benutzt habt. Und was ihr eine Wertung von ja, 1 bis 10, wie ihr meine Kochkünste findet für ja, den ersten Versuch von diesem kleinen Mini japanischen Mini McDonald's Hamburger und nicht McDonald's, sondern Hamburger und Pommes. Ja, das war's für dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Man kann das auch essen. Und da es meine eigene Kreation ist, werde ich das nochmal machen. Ich fange natürlich wie immer mit den Pommes an, weil Pommes ist das mein Lieblingsgericht. Mit Ketchup. Ketchup. Es schmeckt auch wirklich wie Pommes. Ist so ein bisschen Salz fehlt da. So. Ah, du willst auch was? Ja. Also auf jeden Fall Kartoffelgeschmack. Vielleicht muss man es salzen. Vielleicht habe ich es auch nicht lang genug gemacht. Not bad. Aber nicht schlecht, ne? Ja. Und jetzt den Hamburger, ne? Den großen Hamburger. Guck mal, der passt da. Das ist kein Hamburger, das ist ein Double Hamburger, ne? Wie heißen die? Ah, keine Ahnung. Das schmeckt, ich möchte mehr davon. Ist ein bisschen flabberig, das Brot. Aber das Fleisch schmeckt lecker. Also man kann das Zeug auch wirklich essen. Das ist nicht nur... Also ich hoffe. Okay, ciao. Genug vom Bonusmaterial.